YouTube-Pros und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Oh Mann, jetzt hat der Skydancer da schon wieder die B-Böller von Funke stehen. Ganz genau, das hat er nämlich. Und zwar geht es noch einmal um die Charge 221 und zwar mit der Losnummer 480-21E. Ja, wir haben gesehen, wie stark der Böller war. So ein bisschen konkurrenzlos, klar. Manche Böller haben nahtlos angeknüpft, manche waren auf Augenhöhe, aber letztendlich die Ausreißer nach oben waren für die Konkurrenz definitiv zu stark. Und das macht diese Funke-Böller ja zu einem echten Highlight. Und wer sich einmal verliebt hat, der kann halt schwer davon lassen. Und so geht es mir natürlich auch. Ich bedanke mich in erster Linie an den edlen Spender, der mir diese Böller beim letzten Treffen hat zukommen lassen. Die legendären B-Böller aus der Charge 17B. Und oh Mann, da wird es natürlich schwer für den Kollegen aus 2021. Denn ich denke, da wird er heute ganz klar an seine Grenze stoßen und vielleicht gehen dann auch die Lichter aus. Denn der Funke China-Böller B aus der Charge 17B war schon wirklich ein Monster und ein Highlight. Und vielen, vielen Dank für diesen Support und der mir diesen Test überhaupt ermöglicht hat. Ansonsten, ich war nämlich nicht mehr im Besitz. Ich habe alles weggeballert, weil, wie gesagt, man denkt, es geht alles immer so weiter. So, genug gequatscht. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Böller. Und dann heißt es natürlich wieder feuerfrei. So, wir kommen noch mal ganz kurz zur Optik. Aber auch nun wirklich ganz kurz. Wir haben genug darüber geredet. Natürlich müssen wir optische Abstriche machen. Das ist also hier die Charge 221. Und hier drüber natürlich deutlich sichtbar die starke Ausnahmecharge 17B. Wie gesagt, viel, viel besser hinten eingefärbt, sauberer verarbeitet, minimal sauberer, auch etwas dicker von der Wandung her. Aber das ist je nachdem, wie viel Papier genommen wird, unabhängig. Aber etwas besser verarbeitet ist er schon. Es ist und bleibt nun mal eine Ausnahmecharge. Das einzig Gute an dem, oder das Bessere an dem 221er ist halt, die graue Lunte ist extrem sicher. Den könnt ihr schmeißen bis nach Meppen. Das Ding funktioniert und beim 17B muss man halt etwas aufpassen. Wie gesagt, die Fabrik ist Ende 2019 ja in die Luft geflogen, die den 17B produziert haben. Von daher wird es auch meiner Meinung nach so ein bisschen unerreicht bleiben. Und es bleibt eine Ausnahmecharge, die wir jetzt nochmal zurück ins Leben holen mit dem B-Böller 17B gegen die aktuelle Funke-Charge aus 2021. Genug gesappelt, Feuer frei. Wir starten mit dem Funke aus 221. Mächtig gewaltig. Und den 17B hinterher. Mächtig gewaltig, Egon. Alter Schwede. Der 17B. Definitiv lauter wie der 221. Also beide waren wirklich gut und der 21er war auch wirklich dicht dran. Aber da gibt es nicht zu leugnen und nicht zu bezweifeln. Die 17B-Charge besiegt hier beim ersten Böller gleich die Charge aus 221. So, 221, 17B hinterher. 221, 17B hinterher. Ja, also so auf Distanz war da jetzt wirklich kein Unterschied mehr. Das muss man im Video natürlich dichter nochmal analysieren. Aber ich sag mal, gleich auf. Top. So, einen machen wir noch. 17B gegen 221. Wir starten mal jetzt mit dem 17B mit etwas Zeit dazwischen. 17B. Ja, sehr schöne Schnipsel. Nicht allzu laut. 221. Ja, ähnlicher Schnipselwurf und tatsächlich beide gleich auf. Also ich sag die jetzt nicht so laut, weil die ersten lagen einfach viel zu dicht dran. Ne? Ganz klar auf Augenhöhe. Also da gibt es jetzt wirklich nichts mehr zu bezweifeln. Ich bin selber erstaunt. Der erste war ja schon sehr dicht dran. Ne? Und die anderen beiden waren wirklich auf Augenhöhe. Funke, alles richtig gemacht. Vielen, vielen Dank für diesen tollen B-Böller 221. Und jetzt freue ich mich nur noch auf den C-Böller. Und dann ist die Sache doch schon rund.